Jasper! Haben wir den schon mal gefunden? Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit dem Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Tja, dann würde ich sagen, müssen wir mal ein paar Kabel kappen, wa? Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an den Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Na klar, wir haben einen Ausweis gefunden. Oh, halt. Einen Ausweis bekommen, mit dem wir jetzt auch ein bisschen voranschreiten können. Alter, was ist denn hier los? So, müssen wir halt mal ein bisschen explosiv ran. Wo kommen denn die ganzen Warren auf einmal her? So, die steht aber noch, ne? Ja, sehr gut. Okay, Tali geht's nicht mehr so unglaublich gut. Ich weiß gar nicht, hat Tali eigentlich ein Medizininterface drin? Müssen wir gleich mal schauen. Ich habe übrigens unterwegs auch auf dem Highway mal die Kisten noch geöffnet und habe festgestellt, dass da noch ein Gang in dem Highway... Highway, nicht Skyway hieß es, war, den wir noch nicht uns angeschaut hatten, den ich vorher übersehen hatte. Auf jeden Fall kriegst du erstmal hier die Raptor 6 rein. Und vielleicht auch mal ein bisschen besseres Zeug hier. Ja, du brauchst nicht auch noch einen Kampfscanner eigentlich. So, dann machen wir dir noch den Schredder mit rein. Gut, Rüstung. Gibt es nichts Neues, aber da hatte ich schon mal hier die Onyx 5 angelegt. Die sieht genauso aus wie die sie vorher hatte, ist aber ein bisschen besser. Genau, was wollte ich jetzt bei dir? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's gerade echt vergessen, was ich eigentlich wollte. Ach ja, ich weiß wieder. Genau, hier wollte ich schauen. Notfallinterface 2, da haben wir doch was Besseres für dich. So, Medizininterface 6. Ich habe aber auch die... Was habe ich? Auch die 6. Okay. Sehr gut. Dann wird sich Talis Gesundheit jetzt ein bisschen wieder regenerieren. Das ist schön. Und du... Hey, sobald sie hier verschwinden, finde ich ein Versteck. Okay. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Viel Glück mit diesem Feld. Geht klar. Okay, dann... Mal ein paar Worte zu dem Torianer. Man muss natürlich kein Sherlock sein, um irgendwie verbinden zu können, dass die seltsamen Verhaltensweisen der Kolonisten und eine unbekannte Alienart irgendetwas miteinander zu tun haben. Aber was genau, das werden wir natürlich noch rausfinden. Wir haben ja schon gemerkt, irgendwie Gedankenkontrolle. Aber was genau ist das für eine Kreatur und wie sieht sie aus? Was können wir mit der machen? Das werden wir alles noch sehen. Man kann sich auch denken, dass die Gap eben genau deswegen hier sind, weil sie diese Gedankenkontrolle vielleicht auch... Was tue ich denn? Ich will schon hier bitte meine Waffe behalten. Dass sie vielleicht diese Gedankenkontrolle auch irgendwie selbst beherrschen wollen. So, wir müssen aber hier landen, ne? Genau. So, nehmen wir mal einen Zahn zu.
und dann geht's weiter. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Ja, die Frage ist auch, was machen die ganzen Kroganer hier? Wer hat die eigentlich angeheuert? Gehören die zu Sarah? Nein, ich will kein Protokoll prüfen. So, das speichere ich aber mal lieber, denn mit Kroganern ist nicht zu spaßen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. So, wir haben es also mal wieder mit einem Kroganer zu tun. Dem klatscht Talia erstmal das Blutbad rein. Und Lyra ist jetzt mal ganz praktisch mit ihrer Singularität oder dem Werfen. Ich weiß es gar nicht, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir die Singularität. Und ich mir den Overkill. So. Und dann halten wir einfach nur drauf. Kleine Bastard hier. Ich weiß nicht, ich kann Kroganer im Kampf nicht ausstehen. Das ist echt schrecklich. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Natürlich. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie den Torianer zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Na sowas, ein Überwachungsposten für den Torianer, genau bei Zeus Hope, so ein Zufall. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Ist ja auch Wahnsinn, was die für eine unglaubliche Kontrolle, die hier bei ihren Projekten haben. Also, ist schon ein bisschen merkwürdig. Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein.
Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus-Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. So, da haben wir ja einiges an Informationen jetzt erhalten vom VI-Terminal. Es handelt sich also um den Torianer, der Zeus Hope quasi kontrolliert. Und wir haben mitgekriegt, das ist ja schon ein Unfall letztendlich, aber ein sehr gewollter. Die Wissenschaftler von Exogeny nehmen es also durchaus in Kauf, dass die Kolonisten von Zeus Hope dort komplett kontrolliert werden von dem Torianer und sehen das Ganze als kleine Studie an für ihre wissenschaftlichen Zwecke. Ist natürlich mal wieder ein Traum. So, wir begrüßen hier gleich mal so. Und ich gehe mal wieder in Deckung, wenn es denn funktioniert. Jawohl. Sehr schön. Und dann, wenn Liara uns das schon so anbietet, dann holen wir uns den Frontkämpfer natürlich gleich mal, während er in der Luft schwebt. Die Gate benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gates sind ziemlich gründlich. Ja, ich würde sagen, wir lösen die Greifer einfach irgendwie, oder? Glühende Sphäre schauen wir uns gleich an. Ich will noch mal kurz hier ein bisschen dechiffrieren. So, speichern wir mal, auch wenn die leichte Dechiffrierung eigentlich ohne Probleme laufen sollte. Was sie auch tut. Okay, leicht Mensch, mittelschwer Mensch. Leicht Mensch wäre vielleicht für Liara. Könnte ich eigentlich mal schauen. Aber wir gucken uns erstmal hier die glühende Sphäre an. Dieses Gebäude scheint den Gate wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Was? Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Wie jetzt? Dieses Gebäude scheint den Gate wichtig zu sein. Na gut, erzählen Sie nochmal dasselbe, könnte was es Sie gerade eben schon Art hatten. Heiliger Tempel oder so sein? Wir stoßen mal bei voran. Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. So, wir haben also auch gehört, der Torianer, der ist eine Lebensform, die sich über den kompletten Planeten erstreckt. Kann man sich also so ein bisschen wie so ein Pilz vorstellen, würde ich denken. Also ich stelle es mir zumindest wie so ein Pilz vor, das Ganze. Warum hängt mir ja einer mit Licht rum? Huch. Ja. Kann man machen. Gut. Warum nicht? Hängst du halt ein bisschen ab.
wie so ein Rankensystem von Pilzen. Oh, die sind ja auch, wenn man Pilze hat, die sind ja eigentlich auch nicht nur diese kleine, dieses kleine Hütchen, was da aus der Erde rausschaut. Das ist ja nur quasi die Spitze des Eisbergs, sondern der eigentliche Pilz, das ist ja ein Netz, das unter der Erde quasi sich erstreckt. Und die größten Lebensformen der Welt müssten bei uns eigentlich auch Pilze sein, würde ich denken. Ich glaube, die könnten eine Ausdehnung über mehrere Kilometer besitzen. Welchen Weg nehmen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Und genauso stelle ich mir eigentlich den Torianer vor, muss ich sagen. Nur, dass der eben seine Sporen auch dazu nutzen kann, die Leute nicht direkt zu kontrollieren, haben wir gehört, sondern zu konditionieren. Das heißt, er zwingt den Leuten den Willen indirekt auf, indem er... Schon wieder Kroganer, ist es denn zu fassen? Indem er... Wir machen mal die Singularität, war das? Ja, ich glaube, ne? Indem er Schmerzen zufügt, wenn sie sich dem Willen widersetzen wollen. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch schön. So, und den letzten kriegen wir auch noch hier. Ja, das ist natürlich blöd, wenn dieses Ding vorhin schwebt. Okay, hat sich aber schon erledigt. Diese Kroganer stehen zum Glück nicht nochmal auf, wie wir das schon mal erlebt haben bei anderen. So, die sind also Söldner, die einfach mit zur Saren gehören, haben wir jetzt mitgekriegt auch. Okay, hier haben wir die Konsole, bei der wir die Daten runterladen sollen. Nach ein paar Minuten Download haben sie Gavin Hossels Design-Daten. Wunderschön. Sammeln wir noch hier ein bisschen ein. Habe ich zum Glück den richtigen Weg gewählt, nämlich nicht den, der mich direkt in der Mission weiterbringt. Okay, Präzisionsgewehre, eine Schrotflinte, traumhaft. Können wir später mal alles ausrüsten, jetzt gerade nicht. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Bewaffnung. Gut, wir sehen da drüben... Kommen wir hier lang? Ich muss mal ganz kurz schauen, ob hier irgendwo ein Zugang ist. Nö. Okay, das ist also eine Sackgasse. Nur weil die Zielmarkierung... Tali, du stehst gerade ein bisschen ungünstig hier. Tali, kannst du mal hier wegkommen? Tali? Die steht. Ja, bleibst halt stehen. Ich will mal springen, ich Idiot. Drück auf Space, deswegen komme ich hier gerade mal. Tali, geh doch mal bitte zur Seite. Och Mensch. Komm schon. Sorry, muss mal sein. Hilft aber nicht. Beweg dich. Na komm, jetzt geh doch mal. Ist es denn zu fassen? Och Mädel. Moment mal, kann ich nicht hier, hier Tali bewegen? Genau, geh mal hier vor. So, dahin bewegen. Aha, nein, ja, sehr gut, okay. Hat sich das geklärt? Nee, steht hier einem hier voll im Weg rum. Unbelievable, unbelievable. Gut, dann nehmen wir doch einfach mal den anderen Weg und hoffen mal, dass der uns ein Stück weiter voranbringt. Unten ist zu, okay. Kein Ding. Wenigstens gibt es da keine Unklarheiten darüber, wo wir lang gehen sollten. Und hier gibt es doch einen Weg, der uns weiterführt. Und bestimmt auch ein paar Geth wieder, so wie es scheint, denn mein Radar ist ja schon wieder blockiert. Ach, ich Idiot. Bin ich gerade voll reingerattert in das Teil. Ach, ich stell mich aber auch an gerade. Mann, Mann, Mann. Bin gerade zugegebenermaßen nicht so richtig konzentriert. Aber was soll's? Machen wir das nochmal. So. Das war eine Forschungseinrichtung. Ja, wissen wir, ein ja. Ort des Wissens und Lernens. Es hätte kein Schlachthaus werden dürfen. So, das ging schon weitaus besser. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Nehmen wir alles mit. Ich waffne mich schon mal wieder. So. Erstmal den hier vorne aus dem Verkehr gezogen. Und das war es auch für diese Kollegen. Irgendwo ist aber noch einer. Springt hier noch einer an der Decke rum? Nee. Aber der Radar ist noch blockiert. Irgendwo muss noch jemand sein. Da haben wir noch ein Terminal zum Dechiffrieren. Ich traue der Sache nicht. Naja. Exogeny Terminal auf jeden Fall.
Ich würde eigentlich gern speichern, aber es geht gerade nicht. Na komm, das kriegen wir schon hin. Na klar. Geheime Informationen. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen. Aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nolakrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Das klingt für mich ganz nach einem Nebenauftrag, den wir uns widmen sollten. Allerdings nicht jetzt, sondern jetzt geht's erstmal hier weiter mit der Hauptmission. Insofern wir herausfinden, wo wir lang müssen. Und wo hier noch Gegner sind. Vielleicht nehmen wir einfach die Treppe. Obwohl, nee, sind wir nicht von hier gekommen? Moment mal. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Okay, nee, sind wir doch nicht gekommen von hier oben. Wir brauchen ein Werkzeug. Und da unten sieht es so aus, als ob wir noch ein bisschen Gegenwehr kriegen. Danke für die Speicherung, das ist sehr freundlich. Und vielleicht kriegen wir nicht bloß Gegenwehr, sondern auch ein Werkzeug, mit dem wir diese Greifer lösen können. So, machen wir gleich mal hier ohne Deckung einfach drauf. Zuerst mal auf den Verwüster am besten. So, da, der Verwüster ist da. Einmal Blutbad bitte, ich wechsle auch mal auf die Schrotflinte. So, wir haben den schon mal. Oh, 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 das war aber knapp. So, vielleicht kann ich dann schon wieder zurückwechseln. Ja, das sieht gut aus. So, das war's schon mal für den. Da ist auch noch einer. Mensch, ja, da stehen wir doch nicht im Weg rum hier. Gut. Ah, doch noch nicht so gut. Die leben ja noch. Sehen Sie hier, Commander Shepard. Irgendeine Quarantänestation. Würdest du dich erstmal auf den Kampf konzentrieren? Wenn wir nur einen der Greifer entfernen, fällt das schon. Okay, sehr gut. Wir haben uns jetzt dann doch mal drum gekümmert. Tali schon voll am Quatschen. Also wenn er hier total am Kämpfen. Also ich weiß ja nicht so richtig. Mädel, Mädel, Mädel. Gut, 3 Schrotflinten ist ja interessant. Hier haben wir nichts mehr. Okay, dann können wir uns ja jetzt mal der Türsteuerung des Shuttle Docks widmen. Nein, können wir doch noch nicht. Erst nochmal der Serverknoten. Ich will alles mitnehmen, was geht. Nein, das war blöd. Okay. Private Log-Einträge von Dr. Gamorley. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in das Martano-System geliefert werden sollen. Gemäß meinen Aufzeichnungen ist da draußen nichts Interessantes. Noch ein Nebenauftrag und wieder geht es um Cerberus. Haben wir also 2 Sachen, die wir abklappern müssen, da müssen wir dann später erstmal schauen, in welchen Klassen die überhaupt liegen, die Systeme. Jetzt aber erstmal hier. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder darunter ist, PSI, Psi, ich weiß es gar nicht, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. So, nochmal. Unter 30 alles okay. Bei 34 wird das Sicherheitssystem aktiviert. Wir müssen zwischen 31 und 34 kommen. Okay, was haben wir? Shuttlebuchtür 30. Warte mal. 13, 11, 17, 7, 5. 31 bis 7, 34, ne? Ne, ja, Moment. Bei 34 ist schon zu spät, also 31 bis 33. 13 und 11 sind 24. Nehmen wir mal 13 und 17 sind 30 und dann 5 sind zu viel. Also machen wir 13 und 11 sind 24 plus 7 sind 31. Ja, das ist doch perfekt. So. Da klappert das Ärmchen davon. Und das kleine Gastschiff hat leider keinen Halt mehr.
in die Tiefe.